Willkommen zurück zu Need for Speed Carbon. Ja, mit dem Hexacore. Und wir werden uns der Weltkarte wieder widmen, denn jetzt kommt Kenji dran, der kleine Kacknoob. Und jetzt bekommen wir hier schon einige Sachen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass wenn ich, je nachdem, wie es meinem Auto vorangeht, dass ich dann da, sagen wir mal, mir ein neues auch kaufe. Aber dazu muss ich erstmal einen neuen Autohändler freischalten, glaube ich, oder? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal hier das Kontrollpunktrennen mit unserem Lotus Elise, ja. Da kommt auch schon der erste Gegenverkehr. So, wow. Ach, Kacke. Ah, der Lotus ist ja schon um einiges besser geworden jetzt, nachdem ich die anderen Sachen eingebaut habe, also Motor, USW. Und boah, genau, da kam eine Frage, und zwar, ob ich denn nicht hier nach Undercover LPen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass es das kein Problem sein wird. Ich weiß es aber noch nicht. Und also ich habe das Spiel auf jeden Fall, also von materiellen Dingen her auf jeden Fall geht das, aber ich weiß noch nicht, ob ich da nicht in der Zeit jetzt vielleicht ein Projekt finde, was mich mehr anspricht im Moment als Need for Speed Undercover. Was ich auf jeden Fall noch LPen wollte, ist Mass Effect 2. Und dazu würde es auch kommen, auf jeden Fall. Und oh, super. Ich war gerade so gut. Und ja, jetzt habe ich ja noch Batman Arkham City als Hauptprojekt. Und ja, ich werde auf jeden Fall das hier vor Arkham City beendet haben. Und dann gucke ich, ob ich jetzt hiernach schon Mass Effect spiele oder ob ich dann erst nach Batman Arkham City dann neues Need for Speed mache und dann nach ja, wie soll ich sagen, kommt jetzt eine Cutscene hier, weil dann höre ich nämlich auf zu reden. Ja. Gehört, du bist wieder hier. Sagen sie alle. Jetzt will ich hören, dass du gehst. Okay. Okay, so, wo haben wir denn jetzt angefangen? Hier, dann machen wir das mal eben fertig. Ja, wie gesagt, also ob ich dann vielleicht nach Need for Speed Carbon erstmal quasi dann Mass Effect anfange und quasi nach Batman dann neues Need for Speed anfange, so dass ich da ein wenig Abwechslung reinbringe. Ich meine, ich wollte ja die Need for Speed Teile sowieso so gut wie alle LPen. Mein Gott, gehen wir doch nicht auf die Eier da hinter mir. Was willst du von mir? Du kannst mal direkt baden gehen. Achso, das hier ist übrigens ein Canyon Sprint, nenne ich es mal. Und zwar fahren wir hier im Canyon, allerdings man kann hier nicht runterfallen. Und man fährt hier auch nur mit vier Mann, also ohne Crewmitglied. Ist auch vielleicht gar nicht mal schlecht, ist schön abwechslungsreich mal zu den anderen Sprints, da es ja sonst eigentlich keine Canyons gibt und nur gegen, also nur gegen die Bossgegner. So, oh, los, jawollo.
Das hätten wir dann auch geschafft. Ja, und ich bin halt momentan, seitdem ich jetzt Mass Effect 3 fertig gespielt habe, bin ich halt irgendwie so stark drauf fixiert, den zweiten Teil dann jetzt auch mal zu spielen. Weil den habe ich schließlich noch gar nicht gespielt. So, bis auf vielleicht 4 Stunden oder so habe ich davon vielleicht gespielt. Ich weiß nicht genau, wie lange man für das Spiel brauchen wird. Und ja, da bin ich halt momentan so, sagen wir mal, stark fixiert drauf und habe da auch große Lust, das zu spielen. Und ich will ja auch das spielen, was mir Spaß macht. So, danke schön. Danke, das gehört schon mal mir hier. Danke. So, Weltkarte. Direkt. Oh. Gehen wir mal dahin. Ach nein. Ach, das ist der Unterschlupf. Ich dachte, das wäre. Neuer Autohändler. Habe ich mich wohl vertan gerade. Naja. Batman. Ja, macht relativ viel Bock, muss ich sagen. Komm, ich find's cool. Muss mich dann natürlich auch erstmal, sagen wir mal, einspielen. Ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen. Fuck, es war mir so... Ja. Nein. Colin. Ich hätte so viel jetzt auch nicht von dir erwartet. Nee. Spaß beiseite. So viel zum Thema Tempo hochhalten. Oh. Ja, das bin ich nicht gerade so blöd für. Oh, da hat man Origin Geräusche gemacht. Hab ich vergessen. Oh, Alter, was ist denn los? Ich weiß, hier wäre ein perfekter Punkt. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh. Boah, die war doch mal gut, jetzt die Kurve. Wow. Los, komm, Colin. Boah, wieder die einfach vorbei. Uah. Ups. Aber ja. Aber noch gewinnen wir hier die Rennen ganz gut, muss ich sagen. Und da sind die Cops. Die stören mich aber. Ja, das sind keine Streifenwagen. Ach du Scheiße. Schnell durch die Abkürzung. So, da geht schon mal ein paar Streifenwagen bei drauf. Oh. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Dass ihr eine Einheit verloren habt. Ich komme damit ganz gut klar, muss ich sagen. So, aber... Oh, das ist aber toll, dass du Code 3 bist. Ich wusste auch mal, was diese komischen Code 3 Gedöns, was das zu bedeuten hatte immer. Ah, das geht auch. Habe ich doch schon. Oh, ich glaube die Cops. Ja, von hinten kommt sowieso, also. Aber das wusste ich gar nicht, dass man die mit dem GPS markieren kann. Bla bla bla, so viel zum Thema, hier spricht die Polizei.
Ah, boom. So, und jetzt zu dem, den ich als GPS markiert habe. Okay. Das war knapp. 3 Echo 8. Erbitte aktuellen Situationsbericht. Sind immer noch Code 3 und versuchen dran zu bleiben. Oh nein. Ich übernehme das dann hier. Ah, scheiße. So. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Süden. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Boah, schnell weg. Mein Gott. Ich bin ganz alleine in diesem Sektor. Ah, okay. Der wird uns nicht mehr gefährlich. Wir haben ihn anscheinend umzingelt. Alle Einheiten nach Sektor 3. Und ja, ist klar. Ihr habt mich umzingelt. Ihr habt mich höchstens verloren, mehr nicht. Komm, dann fahren wir doch nochmal einen Drift. Wie wär's denn damit? Mal gucken, was dieses Mal bei rauskommt. Man muss eigentlich immer nur hin und her, dann kriegt man diesen Komma-Multiplikator. Und man bekommt den auch für irgendwie, ja, irgendwie für andere Sachen noch, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau wofür, aber naja. So, ein wunderbarer Drift. Aber ich glaube, hier sind halt auch einiges hinter mir. Und rechts rum. Boah. Schön in die Bonuszone. Ah, jawollo. So, das war Runde 1. Jetzt kommt Runde 2. Und jetzt kriegen wir gerade richtig Punkte, weil wir gut sind. Boah, das gepunkte, das gepunkte, Junge. Und, oh, man muss sich hier wahnsinnig mal konzentrieren. Ach, schlecht bin ich ja jetzt nicht. Oh, nö. Ach, es musste irgendwann ja kommen. Ah, der war doch mal klasse, der Drift, ne? So, wunderbar durch die Bonuszone. So. Das war ja wohl kein Problem. Ja, ja, Tribal Vinyl. Danke. Hätten wir das doch auch schon mal. Wieder eine Cutscene? Jetzt schon? Ich hab noch gar nichts gemacht. Mein Gott, die nerven mich ja nur. Ich weiß nicht, was peinlicher ist. Deine Crew oder dein Wagen? Ich finde deinen Wagen. Na, das werden wir noch sehen, wenn wir uns duellieren, du kleiner Kacknoob. So, Weltkarte. Da ist noch ein Rennen offen, und zwar ein Rundkurs. Na, dann fahren wir den doch auch direkt mal. Wir brauchen diesen Sieg, also hol ihn uns!
Also ich habe bisher keinen. Oh, was, warum werde ich jetzt hier angeschrieben? Ja, es hat keiner. Es hat mich ausnahmsweise mal keiner erwischt. Komm, Colin, komm. Jo. Boah, ey, wer oder was nervt mich denn da? Nach dem Rennen gucke ich da mal nach. Boah, fast 300 hatten wir drauf. Oh, nach, was ist das, Alter? Na gut. Oh. Was eine Abkürzung. Oh, was ist das denn? Mein Gott, immer diese scheiß Verkehrskarren hier. Ja, was macht er denn? Ich fahre mal weiter.